Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade Bannerlord. Ja, ich habe noch ein paar Practice Fights gemacht, einfach um ein bisschen Geld hier zu farmen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen entspannter, was die Geldsituation angeht. Und dazu haben wir unsere Schild Might, die hat ja auch ein paar Perks irgendwie zu verteilen. Schauen wir mal. Additional Damage. Ja, würde ich mal Damage machen. Additional Speed Bonus, sehr schön. Und dann haben wir das hier noch. Und ein Shield, ja. Without a Shield, nee. Shield Bashes, ja, machen wir das mal so. Zack. Dann haben wir Crossbow, da können wir nur eins machen. Zack. Was macht das? Ah ja, okay. Und hier haben wir in good shape. Aha. Interesting. Und riding. Any bow on horse. Ja, ich würde ihr fast einen Crossbow geben. Wisst ihr was? Das machen wir auch direkt mal. Haben wir jetzt ja. Ach, vielleicht looten wir das auch. Wir warten mal ab. Ein bisschen Geld sparen, denn wir müssen hier mal unsere Quest vorantreiben. Und da fehlen uns jetzt einfach noch 1000 Ocken. Und ja, das ist jetzt das, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt hier umherreiten und Looters jagen. Und die mit ja, Autokampf. Mal gucken, vielleicht können wir hier nochmal ein Turnier austragen. Aber wahrscheinlich nicht. Doch. Ja, machen wir das doch. Oh, ein Pferd. Nice. Okay, dann sollen wir auch Geld bieten? Dann machen wir Skip Round. 2 gegen 2. Komm, wir bieten. Wow. Nee, wir machen diesmal ohne bieten. Ah, hab ich dich? Sehr schön. Immer weiter. Das war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Machen wir Skip. Wollen uns hier nicht so lange aufhalten. Das soll. Oh, geht direkt los. Ah, von daneben. Den haben wir aber getroffen. Jawohl. Ja, der Basti, der wird hier noch ein richtiger Duellist. So. Ah, shit. Oh, aua. War vorbei. Vorsicht, Vorsicht. Ja, die sind nicht so ohne, diese Armbrustschützen hier, wenn man auf dem Pferd ist. Den haben wir getroffen. Das wirst du ja wohl schaffen jetzt. Jawohl. Das war der zweite Streich. Komm, jetzt bieten wir auch mal was dann. Und zwar alles, was geht. 1 gegen 1. Oh. Ist mir nicht so recht jetzt, muss ich sagen. Okay, jetzt Konzentration. Ah, shit. Aua. Scheiße. Ah, shit. Damn it. Ah, der war gut, ey. Das sieht man schon am Equipment, ne? Scheiße. Geld verzockt. Verdammt. Das ärgert mich jetzt. Hätte ich doch jetzt nichts geboten, ey. Verdammt. Okay, dann werden wir hier weiter mal die Looters auschecken. Lief. Aber wir können auch nochmal eine Quest machen. Komm, kriegen wir die? Boah, würde ich das sagen, ne? Kommen wir ran. Komm, 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 komm. Und machen wir Send Troops, das machen wir nicht selbst. Bisschen Renown gibt's. Die nehmen wir mit. Gibt auch Kohle. Kleinvieh macht auch Mist, ne? So, dann gehen wir direkt in die nächste Stadt. Ah, das ärgert mich mit dem Geld jetzt. Ah, so. Ja! Zack, auf geht's. Ah.
Zack. Der Basti zockt schon wieder. Okay, und... Wir haben 2 Kills gemacht, oder? Oder haben wir bei dem anderen haben wir nur das Pferd gekillt? Okay, Anlauf. Ah, scheiße. Vorbei. Ah, schon wieder vorbei. Ah, da ist noch. Oh, das ist ein fieser Geselle hier. Ah, nice. Ah, nicht so gut. Ah, nicht so gut. Aber der ist alleine. Na, komm. Hoppala. Jawohl. Killermaschine. Okay. Skip round. Komm, wir bieten nochmal. Wir brauchen irgendwie einen Anreiz hier. Dass wir auch gewinnen. Oh Gott, ich verzock meine ganze Kohle. Okay, wir haben Schild. Jeder gegen jeden. Erster Gegner kommt. Schlag rechts. Block. So, den haben wir. Boah, der hat eine gute Ausrüstung. Jetzt Vorsicht. Na komm, schlag zu. Jawohl. Haben wir? Ja. Okay, wir können jetzt ins Finale kommen, Leute. Ich biete jetzt nicht mehr. Oh nein. I hate it. I hate it. I hate it. Oh Gott, voll der krasse Typ. Achtung. Aua. Aua. Der gibt uns auf den Sack. Au. Ja, vergiss es. Ey, ohne Schild bin ich aufgeschmissen. Verdammt, volles Geld verzockt. Nein. Scheiße. Das ganze, die ganze Kohle verzockt, ne? Ah, Gott. Basti, hör auf zu zocken, ey. Verdammt. Okay. choose prisoners. So, weg. Kriegen wir mal aber 10 wieder rein, ne? Ist doch fantastisch. Oh Mann, echt. Okay, wir gehen mal auf Party hier. Hier sehe ich gerade. Können hier Crossbowman. Mit 3. Ja, machen wir mal. Ups, nee, das wollte ich nicht. So, wir können. Was? Ah, hier. Polearm können wir bei ihr skillen. Thrust Damage with her. Swing Damage. Oh, was? Ah, Thrust. Glaube ich besser, wenn man vom Pferd aus kämpft, oder? Um Foot. Horseback. Ja, ich glaube mal Horseback macht mehr Sinn. Wow. Lance Cooldown. Oh ja. Okay. Scheiße. Okay, da, also das dürfen wir nicht mehr machen, diese Zockerei da. Bis wir genügend Geld jetzt hier zusammen. Achso, warte mal, gab es da irgendwie eine Quest? Ja. Owner of Olive Press. Merchant. Geh mal hier hin. Guck mal, was sie für uns hat. I'm offered, who are you? Okay. His name is Ulvard the Thorn. His people have been bothering shop owners under our protection, demanding money and making threats. Let me tell you something. Those shop owners are my cows and no one else get to milk them. Ist das eine Gangster-Tante? We are ready to teach this lesson. Could you use a... What exactly? We are preparing for an attack, but we need to gather our men. Meet. Okay, machen wir. I fight the other gang with myself. I'd rather not go into the fray yourself. You can leave me
One of your companions together. Machen wir mal hier selbst. Okay. Great, as I said, well, minimum of 3 days to prepare. I remind you when. Okay. Machen wir, dann warten wir jetzt mal. Gucken, was da jetzt passiert. Ah, da unsere Schnecke ist hier auch am Start. Ich will gerade mal schauen. Ups, nee. Hier. Ist die denn jetzt genau? Die, oder nee, hier. So, ja, ist sie bewaffnet. Okay. Dann, right here. Eine Scheiße hier mit der Zockerei, ne? So, hier können wir jetzt auch. Zack. 21. Buying a foothold in a town, she has to come back after 3 days. Okay. Müsste ja von alleine dann losgehen, ne? Irgendwie, oder? Schauen wir mal. Noch eine Nacht, oder? Ich weiß nicht. Bin irritiert. So, Sonne geht unter. Zack. Boah. Warte mal. Separating, leave. Nicht weglaufen. Stopp, 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 stopp. It was a victory of the kind that is almost as bad as defeat. Also es war ein Sieg, was mindestens so gut ist oder genauso gut wie eine Niederlage. Es ist der König. We had given on out the Empire to join them. If attack, it seemed clear to me we should have honored our oath that the Batanians and Sturgeons were aggressors. Also die Batanier und die Sturgeons waren hier die Aggressoren, was der... Obers room to argue details. Okay, aber es ist immer Interpretationsspielraum, ne? Ultimate, our barons did not wish to fight with the Empire, so they resisted coming to its help. Narrates, when he heard we were hesitating, sent us a message calling us cowards and traitors. Also die haben sich irgendwie gedrückt vor der Schlacht, ne? And you say that General Valendian, noble at your peril, Narrates should have known what he was doing. Okay. I don't fight in the battle. I stood on the hill. Okay, da hat er am Bügel gestanden, hat er nicht mitgekämpft. Command where to go. And we did rather well, I think. We fought. Still we took losses, heavy losses, and gained little. And for this, the barons blamed me, even though it was their idea to fight. I learned that day that a king should always lead, never follow. Also die haben sich ja irgendwie in die Schlacht reinziehen lassen, auf Seiten des Empires, wenn ich das richtig verstanden habe. Und gegen die Sturgeons und diese Kelten. Ja, gut, dass wir den jetzt hier getroffen haben. Oh, da sind Looters. Defense Speed. Wir müssen eigentlich zurück, ne? Die schnappen wir uns jetzt noch. Oh Gott. Jetzt. Komm, komm, komm. Ja, haben wir. Sehr schön. Warte mal, wir verkacken die Quest jetzt nicht. Troops. So, zack. Dann. Zack. Und zurück. Haben wir es schon verkackt jetzt, oder? Today's. Ja, ne, bitte jetzt allerhöchste Eisenbahn. Na, wir sind jetzt schon auf dem Rückweg. Und dann schauen wir mal. So.
dann gucken wir mal. Are you ready for the fight? I'm ready. Puh, so, dann schauen wir mal. Okay, Männer, dann los. Ah ja. Kann ich jetzt auch hier... Nee, das ist jetzt... Das ist nicht mit so Kommando-Gedöns. Ah ja. Coming to a fight, did Agatha the Lamb put you up to this? Look, there's no need for... What I want to say, you don't need to... I gave my word. Ah ja, klar, wir sind ein Mann, der sein Wort hält. Jawohl, sieht gut aus. Vorsicht, Leute, haut euch nicht selber die Körper ein. Ja, wir haben Verluste. Victory, Morale und Renown geht hoch. Sehr schön. So, ah, not that was a good fight, as any I've had. Here, take the purse. Okay, 470, na, immerhin. Skill point. In Charm. Okay, cool. War nicht so schlecht, ne? So, und hätte ich jetzt nicht so dumm gewettet, wären wir wahrscheinlich jetzt schon, hätten wir die Quest hier abgeschlossen, verdammt. Dann, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist die Quest abgeschlossen. Wir warten jetzt einfach mal hier, bis wir wieder fit sind. Warte mal, da sind Looter. Nee, wir machen erstmal Trade und verkloppen mal den ganzen Kack. So. Mach das immer ganz gern so, dann hat man, ist das ein bisschen übersichtlicher. Dann weg. Dann sowieso weg. Ja, und gescheite Schuhe bräuchten wir auch mal. Oh, cool, guck mal, hier gibt's. Nice. Okay, leave. Nee, warte. Tavern District. Choose Prisoners. Naja, und den können wir jetzt auch. So. Machen wir dann. Dann machen wir Party. Dann holen wir den in unsere Party. Dann haben wir jetzt 1:4. Und da schmeißen wir den Imperial Recruit weg. Los, wir können hier. Crossbowman haben wir jetzt wirklich genug. Haben wir jetzt Valerian Footman. Ja, und ich würde dann gern mittelfristig die entschuldigt bitte, die Imperialen hier loswerden. Ich will das einheitlich mit Angelsachsen besetzen. So, jetzt haben wir nämlich hier echt einen guten Speed. Und dann jagen wir jetzt hier Looters, bis wir genug Patte haben, um die Quest abzuschließen. Main Quest wohlgemerkt. So. Wir haben Sand Troops. Zack. So, zack. Dein Vieh macht auch Mist, ne? Wer den Heller nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Das will ich aber nochmal checken. So, das stimmt nämlich nicht. Seht ihr? Ranged. Auch ranged. Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie. Und zack, 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 zack. Und die packen wir auch in die Kavallerie mit rein, oder? Oh. Angeschlagen. Okay. Ich auch, wohlgemerkt. Hier haben wir eine Quest. Haben wir noch genug zu essen? Haben wir noch. Der hat auch ganz gut Geld. Dann verkaufen wir hier mal ein paar Sachen. Aber das sind ja eh nur Pfennigbeträge. So, und dann würde ich sagen, reden wir einfach mal mit dem. Train Troops for... Oh nee, das mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen mal hier. Zack. Hier mit denen. Ist jetzt bei Recruit. Ah ja, genau. Jetzt kann ich hier. Nice. Kann ich dann schon Footman hier. Okay.
Footman. Mal gucken. Sollen wir einfach mal hier schon mal so einen Imperialen rausschmeißen? Das ist wenig smart, ich weiß. Trained. Aber ich will das umstellen. Imperial Archer haben wir hier auch drin. Das tut mir aber irgendwie in der Seele weh. Ich guck lieber, vielleicht fallen die ja. Okay, dann schauen wir mal, was der zu questen hat. I don't know you, I suppose you should tell me your name. Sind wir wenig freundlich. I had trouble with poachers. Was sind poachers? A few years ago, I invested in them to hunt for me at the royal grounds. I paid all the hush money to local authorities and even noble to give me free passage. And then we all made a fortune. After a while, poachers built an army of their own with their earnings and muscled me out of the leather business. What can I do for you? I want you to crush them, go to Etterburg and kill them all. Aber die sind voll krass bestimmt, oder? Was mit... If you don't want to get involved in this fight, leave one of your capable companions and 12 men for some days. Das probieren wir jetzt mal aus. I will send my man to kill those poachers for you. Sollen wir das mal ausprobieren? Oder ist die nicht so fit? Ich probiere es mal aus. Nee. Nee, wir machen es selbst. So. Okay. Da ist es. Wie sieht's denn aus hier? Die ist nämlich auch noch nicht so fit. Und so, man, ja, wait here for some time. Haben wir ein Time Limit? 29 Tage, easy. Mal so ein paar Looters kann man schon mal snacken, oder? Ah, shit. Ist gut lang. Zu langsam, warte mal. Wir. So. Was ist das hier? Diese Goldsymbole? Und das ist der Maestro, der dann da ist, oder was? Naja. So, jetzt sind wir nämlich wieder gut schnell. Und schon was los hier. So, langsam. Boah, die war ganz schön angeschlagen, mein lieber Herr Gesangsverein. 4 Looters, sollen wir die snacken? Zack, der Looter-Snack. Und send Troops. Haben ja auch Kosten, ne? Die müssen ja auch irgendwie bestritten werden, unsere laufenden Kosten. Boah, das sind 13 Looters. Boah, 22 Looter. Oh, das ist aber... Komm, die schnappen wir uns. Speed. Ja, die schnappen wir uns. Warte mal, eben gucken. Jo. Ah, hier kommen wir. Upgrade to Randian Levy Crossbow, ne? In dem Footman Mama. So. So, zack. Da kommt nochmal ein richtiger Kampf jetzt hier, bevor wir... Das kämpfen wir natürlich selber jetzt. So, Kavallerie... Folgt mir. So. Die Bogenschützen gehen vor. Da kommt der Gegner. So, warte mal. Dann machen wir Platz hier, Kollege. So. Ein. Charge!
So. Okay, und los geht's. Aua, war nicht so cool. Einen haben wir. Wir haben gar nicht mal auf den Sack gekriegt, ne? Dein Ernst? Lull. Guck mal, ich lock die mal zu meinen Bogies, ey. Ja, das wirft jetzt meinen ganzen Plan über den Haufen. Wir haben alle Leute verloren. Naja. Hätte ich jetzt Auto-Battle gemacht, dann hätte ich keine Verluste oder wie oder was oder... Naja, geht ja. Oder was. Und wo sind die dann alle hin? Sind die geflohen oder was? Naja, okay. Ja, okay, passt. Aber wir können hier direkt mal upgraden. Footman. Wie viel? Ah ja, da haben wir noch. Sehr gut. Crossbowman. Können wir jetzt sogar zwei hier? Great to Flandian. Ah, okay. Hier haben wir jetzt Flandian Knight. Sehr geil. Okay, wir checken mal, ob das auch alles hier auf. Ja, sieht gut aus. Nice. Ja, da sehe ich ja richtig blass neben den Kameraden hier aus. So. Jo, und dann würde ich sagen, wieder back to town. Crap verkaufen, hochrecken und dann machen wir die Quest. Die machen wir allerdings in der nächsten Runde. Jetzt verkaufen wir erstmal den Kram hier. Hm, ja, kann, oder warte mal. Was hat die denn hier? Hier ist besser, ne? Hm. So, alles weg. Hm, alles weg. Guck mal hier, das gibt schön viel Geld. Nice. Okay, und Fleisch verkaufen wir, Oliven verkaufen wir. Diesen ollen Fisch verkaufen wir auch mal. So, dann haben wir nämlich... Ist gar nicht mehr so viel. Können wir mal ein bisschen... dem Turnier nehmen wir nächste Runde noch teil. Allerdings werde ich da nicht wetten. Versprochen. Ja, vielen Dank, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir gefällt die Serie so sehr wie mir. Lass mir ein Like da, lass mir ein Abo da. Ansonsten bleib gesund und bleib vor allen Dingen zu Hause. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ciao, ciao.